Hi, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück im Kanal. Heute, ihr seht's, wir machen ein bisschen an Darkhawk rum. Ich bitte vielmals die schlechte Aussprache zu entschuldigen. Mein Englisch ist nicht gut genug, um es richtig zu machen. Es tut mir unglaublich leid. Darkhawk ist ein cooler Champion. Der ist gut, der ist sehr gut. Der lohnt in der Tat Rang 5. Er muss... Und das ist wichtig, erweckt sein. So viel nur vorweg. Meine Version, wie ihr seht, ist es leider nicht. Ich habe zwar einen Erweckungsstein für Technologie-Champions, das geht allerdings für wen anders hops. Ne? Mein Darkhawk wird halt ganz normal dupliziert und wenn es soweit ist, dann ist er vollumfänglich einsetzbar. Yay! Ich habe wieder Spaß hier mit euch. Super. Wir starten wie immer mit den Synergien. Mit Iron Man Infinity War und dem Sparky gibt's 5% mehr Angriff. Läuft, habe ich dabei im Team. Dann als nächstes, was für Darkhawk wichtig ist, die Nighthawks. Oh, Entschuldigung. Bekommt Darkhawk zu Beginn eines Kampfes einen seiner zufälligen... Nein, einen seiner Modi zufällig zugewiesen. Keine Panik, was Modi sind, was die könnten, da kommen wir noch dazu. Ist durchaus sinnvoll, ist durchaus praktisch. Haben wir hier mit dem Night Treasure und dem Moon Knight. Die nächste ist Dunkle Gerechtigkeit, ist auch ein toller Name. Mit Venom Punisher, dem normalen Punisher und Ghost Rider. Wir erhalten 30% Stärke, sofern wir gegen Schurken kämpfen, beziehungsweise wenn wir gegen Helden kämpfen, eine 10% erhöhte kritische Wertung. Worauf sich kritische Wertung jetzt bezieht, kann ich nicht zweifelsfrei sagen, also ob das eine erhöhte kritische Schadenwertung ist oder ob das eine erhöhte kritische Trefferwertung ist. Ich vermute, dass es eine kritische Trefferwertung ist. Dann letzte Synergie, Raubvögel mit den genannten Champions Vulture, also Geier, Falkenhammer drin und, was ich jetzt nicht unbedingt als Vogel empfinden würde, Hawkeye, auch wenn er denn so heißt. Sei es drum, ist manchmal ein bisschen komisch, ne? Wir kriegen eine 5% kritische Wertung zusätzlich, das ist gut. Einer davon ist im Team. Und schädliche Debuffs sind 40% stärker. Das ist sehr, sehr schön. Dann haben wir noch die Fremdsynergien. Es hat mir beim letzten Mal so sehr viel Spaß gemacht, dass wir das jetzt auch einmal durchkauen. Mit Guillotine 2099. Das hat ein bisschen gedauert. Bekommen Nebula, Sentinel, Darkhawk und Warlock, also je nachdem, wer halt mit dabei ist, einen zusätzlichen Schub von 70% eines Kraftbalkens, wenn eine Immunität getriggert wird, sprich Blutung, Gift, da kommen wir dann auch gleich noch dazu. Dieser Effekt kann nur einmal alle 12 Sekunden auftreten. Eieieiei. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Übersetzen hier so live. Dann Double Negativ. Wie man es Englisch ausspricht, sind wir wieder beim Thema. Ich weiß es nicht. Profitiert Darkhawk von einer erhöhten Angriffswertung von 9%, wenn er in einem seiner Modi ist. Das ist wichtig. Wichtig hier bei der Synergie ist, wenn der liebe Darkhawk gegen einen Anus kämpft, ihr wisst, wen ich meine, ist Darkhawks Rüstungswertung um 15% reduziert in jedem Modus. Ist an keinem Modus dann halt nicht, ne? Wichtig zu wissen. Mit Elsa Bloodstone haben wir den Effekt, wenn wir gegen Schurken kämpfen. In dem Fall wird der Effekt der Assassin's Mastery, sofern er denn geskillt ist, getriggert. Wenn wir ihn haben, also wenn es geskillt ist, wird etwas aktiviert. Ah,
wird der Effekt der Assassin's Range, also der Attentäter-Meisterung, bereits ab 25% aktiviert für Elsa Bloodstone. Ne? Also ist eine interessante Synergie, was man hier so beim Lesen auch nicht alles rausfindet. Ist durchaus eine interessante Sache für Elsa. Sollten wir uns mal im Hinterkopf behalten. Gut, uns geht es ja um Darkhawk. Der bekommt 50% eines Power-Balkens, wenn er von einem Modus in den nächsten wechselt. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Jetzt lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Zieht euer Fazit dazu am Ende. Mit der Unsichtbaren ist es so, dass wenn der Gegner Darkhawk verfehlt, dann bekommen wir 10% eines Kraftbalkens an Kraft zugeschustert. Das ist durchaus okay, das kann man durchaus machen. Ist jetzt allerdings auch sehr speziell, genau wie die Sache mit Elsa Bloodstone, dass er da Kraft kriegt, wenn er von einem Modus in den nächsten wechselt. Die Sache mit Anelios sieht schon wieder ganz anders aus. 9% Angriffswertung nehmen wir gerne mit, der war auch mit im Team. Und die Guillotine, ja, 70% eines Kraftbalkens, das ist viel. Ja, allerdings sind wir dann darauf angewiesen, dass ein Effekt auftritt, der eine Immunität triggert. Beim regulären Kämpfen, man will sich nicht treffen lassen, kommt das nicht vor. Das kommt erst dann zum Tragen, wenn zum Beispiel ein Knoten, Blutung, Vergiftung oder so ein Käse mit aufschmeißt. Dann macht das Sinn, ansonsten da. Da, vergesst es, ne? Gut. Ja, hierhin wollte ich. Gut, ihr seht, mein Darkhawk ist auf Rang 3. Der hat durchaus stabile Werte. 1400 Angriffswertungen, 14.000 Trefferpunkte, das ist durchaus okay. Er ist halt nicht erweckt. Das heißt, ich kann ihn euch jetzt nicht vollumfänglich zeigen, aber wir gehen dennoch im Video darauf ein. Wir sehen den lieben Winter Soldier gleich im Anschluss. Viel Spaß dabei, mein Fazit kommt am Schluss. Bis dann. Es beginnt jetzt ein Feuerwerk an Informationen. Darkhawk startet hier in einem beliebigen Modus, einfach weil die Night Thrasher-Synergie aktiv ist. Lasst euch davon jetzt erstmal nicht beirren. Darkhawk selbst ist ein Roboter, weil er Roboter ist. Ist er immun gegen Blutung und Vergiftung. Das ist schon mal schön zu haben. Alle Angriffe, die Darkhawk mit seinen Flügeln ausführt, haben eine 100%ige Rüstungspenetration. Steigert den Schaden, ist immer gut zu haben. Ist eine prima Kiste. Die dritte Superkraft, die wir gleich im Anschluss sehen werden, fügt eine 30-sekündige Heilblockade zu. Alle Modi-Wechsel sind nicht von der Verringerung der Genauigkeit und der Fähigkeiten beeinflussbar. Der Nullmodus, in dem wir hier durch die dritte Superkraft wechseln, gibt eine erhöhte Angriffswertung, 25% Abwehrpenetration und, sofern der Gegner nicht schockschadenresistent ist, gibt es einen Extraschaden, skaliert mit Schockschaden halt. Ne? Sehen wir auch gleich, wenn wir ihn hier schlagen. Ja, die rote Zahl da unten, das ist besagter Schockschaden. Extra Schaden ist immer schön zu haben, darum ist die dritte Superkraft eine ganz, ganz prima tolle Sache. Hier kriegen wir auf die Mütze. Immer wenn wir niedergeschlagen werden, wechseln wir den Modus in den Schildmodus. Erhöht die Rüstung sehr deutlich, reduziert den kritischen Schaden, den wir kriegen, um 100%. Auch das ist schön. Und immer wenn wir einen Kontaktangriff abwehren, wenn wir im Schildmodus sind, dann fügen wir einen Schockschaden-Debuff zu, der ein bisschen Schaden macht. Jedes Mal, wenn wir Modus wechseln, regenerieren wir über 2 Sekunden ein Stück weit Gesundheit. Das ist schön zu haben, ich finde es aber auch nicht besonders potent. Also ist jetzt nichts, wo ich es wirklich aktiv drauf anlege, ihn so zu spielen, dass er die Regeneration kriegt. Ist ein nettes Feature, aber es macht ihn nicht aus, wie ich finde. Zweite Superkraft. Gibt für 20 Sekunden den Tarnmodus, da können wir den eingehenden leichten und mittleren Angriffen zu 30% ausweichen und die Verteidigungsaktion, die in dem Fall Winter Soldier macht, geben zu 70% weniger Kraft. Erste Superkraft, lest es euch bitte selbst durch, Pause drücken, richtet sich nach dem Modus, in dem wir befinden, wenn wir sie entzünden.
Ja, es hat angenehme Effekte. Ich finde es aber auch nicht besonders hilfreich, nützlich oder potent. In dem Sinne ist Darkhawk darauf angewiesen, je nachdem, aus welchem Modus wir die erste Superkraft zünden. Finde ich eher Schwachsinn. Die erweckte Fähigkeit gibt im Schildmodus eine Wahrscheinlichkeit, automatisch abzuwehren, was Parieren auslöst. Sehr schöne Sache. Der Tarnmodus gibt uns beim Angreifen mehr Kraft, auch prima. Und der Nullmodus gibt nochmal zusätzlich eine erhöhte Angriffswertung, was den Schaden wiederum erhöht. Die Sachen sind sehr, sehr gut, sehr nützlich zu haben. SK1-Modus ist Quark, sorry. Der Niederschlagen-Modus, der Rüstungsmodus, beziehungsweise der Unsichtbarkeitsmodus, haben ja so nette Effekte. Mehr Kraft bei der Unsichtbarkeit ist schön, aber eher vernachlässigbar. Die automatische Abwehr verzeiht Fehler. Das macht sehr angenehm. Falls denn doch mal was passiert, wenn man niedergeschlagen wird, sich danach, wie hier zu sehen war, eine fängt, steht die Chance auf automatische Abwehr, es löst Parieren aus, wir können dann wieder angreifen, nehmen nicht so viel Schaden, als wäre der Kollege nicht erweckt. Was unglaublich nützlich ist, der zusätzlich erhöhte Schaden der dritten Superkraft. Leute, ich gehe davon aus, ihr könnt spielen, ihr wisst, wie ihr nicht auf die Mütze kriegt. Insofern sind Variante 1, Variante 2 relativ nebensächlich für euch. Ihr wollt Schaden haben und den kriegt er halt nur, wenn er den Kollegen über die dritte Superkraft steuert. Der kriegt allein durch die dritte Superkraft, durch die Einstellung, die er so oder so dadurch hat, stark erhöhte Angriffswertung. Wenn der Gegner nicht immun gegen Schockschaden ist, gibt es dadurch einen extra Schaden. Ist er erweckt, ist diese Potenz mit einer erhöhten Angriffswertung zusätzlich nochmal erhöht und das auch nicht gerade wenig. Und das macht echt unglaublich viel Spaß, ihn dann so zu spielen. Der ist sehr nützlich einsetzbar. Durch seine Immunitäten macht es das entsprechend angenehmer. Na klar, erweitert dann den Aufgabenbereich sozusagen. Als Verteidiger selbst, durch die Möglichkeit der automatischen Abwehr, wenn er eine Superkraft abkriegt, beziehungsweise ein Heavy abkriegt, ist er ein bisschen ekelhaft an der einen oder anderen Stelle. Die erste Superkraft kann man umgehen, aber es zu lernen ist ein wenig tricky. Insofern kann man ihn guten Gewissens setzen, aber er ist halt nicht der übermäßig geile Verteidiger. Stabil einsetzbar. Als Angreifer empfehlenswert, ja. Gerade wenn Suicides aktiv sind, man so oder so nur die dritte Superkraft benutzt, hat man einen echt exorbitanten Schadensboost. Und das macht's zu einer ganz prima, tollen Sache. Also der ist Rang 5 wert. Jedoch muss jeder selbst schauen. Passt er zu mir ins Team? Passt er zu mir auf meine Spielweise? Mag ich den Leiden, kämpfe ich gern mit dem. Ich persönlich nutze ihn halt nur in der Arena. Ja komm, was soll's, ne? Gibt auch Einsatzmöglichkeiten, da habe ich ihn schon gebraucht, da habe ich ihn auch benutzt, natürlich. Allerdings wer so Schadensdealer wie Corvus oder Cool Obsidian hat oder immune Champions wie Guillotine 2099, der wird sich überlegen, Mensch, brauche ich Darkhawk wirklich? Na, also guckt bitte da an euer Team, ob ihr den entsprechend sinnvoll auch einsetzen könnt. Ein Erweckungsstein, Technologie ist er wert, auf jeden Fall. Hohes Signature-Level, hohes Spezialfähigkeiten-Level auch, kann man machen, ja, sollte man auch. Einen Universalerwecker ist er allerdings nicht wert. Da gibt es dann doch wiederum sinnvollere Sachen, wo man die reinhauen kann.
Tja, Mensch, das war Darkhawk. Darkhawk. Ich werde es nie lernen. Egal. Ja. Erweckt. Wichtig. Schildmodus. Automatische Abwehr. Geil zu haben, weil verzeiht Fehler. Tarnmodus. Beim Angreifen mehr Kraft kriegen. Ja, ist nützlich. Ist toll zu haben. Natürlich. Naja. Geschmackssache. Dritte Superkraft. Schaden. Nochmal weiter erhöhen. Ist es wert. Sehr sogar. Der Kollege ist echt vielseitig einsetzbar. Ob Verteidiger, ob Angriff. Das ist so ein Allround-Champion. Das macht echt Spaß. Den wird man an vielen Stellen gut und sinnvoll benutzen können. Weshalb ein Aufwerten und ein Erwecken mit einem Technologiestein auch nicht bereuen wird. Trotzdem, ne, guckt bitte ins Team. Passt er zu euch oder nicht? Ist wichtig. Entscheidet nicht nach meinem Video und meinem Fazit, sondern entscheidet euch selbst dafür. Ich persönlich mag den nicht so gerne leiden. Ich persönlich mag nicht so gerne mit ihm spielen. Weshalb der bei mir auf Rang 3 ist, auf Rang 3 bleibt, nicht erweckt wird. Ich hoffe, die Batterieladung hält noch. Nicht erweckt wird, sondern einfach so irgendwann irgendwie dupliziert wird und fertig. So, Freunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war wieder mal lehrreich. In dem Sinne wünsche ich euch was. Lasst mir bitte ein Abo da, das wäre klasse. Bis bald, Freunde, zum nächsten Video. Ciao, ciao.